Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Afghanistan, Ukraine, Jemen, diese Ländernamen stehen für Krieg und Leid. Am Horn von Afrika sind laut UN über 200.000 Menschen vom Hungertod bedroht. Die Nachrichten von Dürren und Hitzetoten werden abgelöst von Nachrichten von Überschwemmungen und Flutopfern. Die Folgen des Klimawandels werden immer drastischer. Klimakatastrophe ist jetzt. Die Bundesregierung könnte und müsste eigentlich den multiplen Krisen in der Welt mit gezielten Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und internationale Klimafinanzierung begegnen. Sie tun das aber nicht ausreichend. Schlimmer noch, die Ampel kürzt den Etat für Entwicklungszusammenarbeit auf den Stand von vor Corona. Ich halte das für fahrlässig und verantwortungslos. Und Frau Ministerin Schulze, Sie bauen auf unsere Unterstützung, sagen Sie, und die haben Sie ja auch in vielen, vielen Punkten. Aber es ist Ihr Entwurf, den Sie hier vorlegen, mit all den darin enthaltenen Kürzungen. Und Sie haben diesem Entwurf im Kabinett zugestimmt. Ich erwarte ehrlich gestanden von einer Ministerin der Entwicklungszusammenarbeit ein paar deutlichere Töne für die bessere Ausstattung dieses Einzelplans. Deutschland gehört zu den Industrienationen zu den Hauptverantwortlichen des Klimawandels und hat einen erheblichen Anteil am Zustand unserer Erde und den stetig sich verschärfenden Vielfachkrisen. Dieser Verantwortung werden Sie nicht gerecht. Vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine litten bereits über 800 Millionen Menschen am chronischen Hunger. Weltweit stirbt alle 13 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren an Hunger. Covid-19 hat dabei wie ein Brandbeschleuniger für die weltweite Hungerkrise gewirkt. Auch andere Konflikte und Krisen wirken ebenso beschleunigend. Und trotzdem werden deutsche Waffen in den Krisenregionen dieser Welt abgefeuert. Letztes Jahr wurden Waffenexporte im Wert von 9,4 Milliarden Euro genehmigt. Das ist laut Wirtschaftsministerium ein historisch jährlicher Höchststand. Und wovon die Rüstungsindustrie hier profitiert, das ist das Leid anderer weltweit. Und nun sollen auch noch die Mittel für das Welternährungsprogramm von 70 Millionen auf 28 Millionen gekürzt werden. Auf den Betrag, den es vor der Corona-Pandemie erhalten hat, als wäre mittlerweile nichts geschehen. Und Ihre Worte und Taten driften auch in anderen Fragen arg auseinander. Sie predigen Diplomatie und Multilateralismus, aber streichen mal eben die Mittel für die UN und ihre Organisation um fast 50%. Das Kinderhilfswerk UNICEF soll nur noch 60 Millionen statt der bisherigen 140 Millionen erhalten. Ich frage Sie, Ministerin Schulze, was senden Sie da für falsche Signale? Okay, das ist zugegeben eine rhetorische Frage, denn die Antwort lautet, fürs Militär werden mal schnell 100 Milliarden Sondervermögen locker gemacht, für die Verheerung in der Welt bleibt nicht genügend übrig. Ein Waffensystem bekommt mehr als 8-mal so viel wie das Welternährungsprogramm, denn im Juli wurden 242 Millionen für den Ausbau des Waffensystems Eurofighter ausgegeben. Nichts zeigt Ihre falschen Prioritäten so deutlich. Um das globale Strukturproblem der Nahrungsmittelversorgung anzugehen, braucht es einen Strukturwandel hin zur Ernährungssouveränität. Und dafür sind über Jahre größere Investitionen nötig. Dafür und für eine effektive Krisenintervention müssten Sie sich aber mit den Profiteuren dieser zahlreichen Krisen anlegen. Mit den transnationalen Saatgutkonzernen, mit den Nahrungsmittelspekulanten, mit den Waffenexporteuren, den Pharmakonzernen, den Produzenten fossiler Energien. Sie müssen sich viel konsequenter in Europa und global dafür einsetzen, dass Steueroasen geschlossen werden, Schulden erlassen und Reichtum umverteilt wird. Leider sehe ich da bisher kaum Anzeichen, dass Sie sich an diese Gegner rantrauen. Ihr Haushaltsentwurf spiegelt eher die neoliberale Politik, die gleichzeitig doch Ursache dieser Krisen ist. Der Haushalt trägt die Handschrift der FDP, ist aber mit der Unfähigkeit von SPD und Grünen unterschrieben. Nämlich mit der Unfähigkeit, dass Sie gegen Ihren kleinsten Koalitionspartner wenigstens einen Haushalt durchsetzen, der den eigenen Koalitionsvertrag umsetzen würde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit läuft aber davon. Die Welt ist in einem Ausnahmezustand. Es ist in der Zeit für außergewöhnliche Maßnahmen und schnelles Handeln. Das sagte doch so richtig der Club of Rome letzte Woche und bringt es dann auf den Punkt. Ohne Umverteilung des Reichtums kann die Klimakrise, kann die Ungleichheit nicht beendet werden. Ja, die Zeit läuft davon. Und mit diesem Haushalt leisten Sie keinen Beitrag, um dem entgegenzuwirken.
Die Welt ist im Ausnahmezustand und Sie sollten Ihre Prioritäten dringend ändern. Es darf keine Kürzung im Etat für Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und internationale Klimafinanzierung geben. Von uns aus dafür gerne im Rüstungsetat. Vielen Dank. Sani Abdi hat jetzt das Wort. Sie spricht für die SPD-Fraktion.